Hallo ihr Lieben, heute ist endlich der Tag gekommen, an dem ich euch dieses tolle Buch hier vorstellen darf. Redwood Love, es beginnt mit einem Blick von Kelly Moran. Und ich warte jetzt schon so, so lange darauf, euch endlich dieses Video hier zu zeigen. Denn ich habe Redwood Love schon vor einer ganzen Weile zugeschickt bekommen und auch schon gelesen. Und auch dieses Video ist schon eine ganze Weile alt, wenn ihr es seht. Denn ich drehe es jetzt gleich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, weil sonst liegt einfach zu viel Zeit da dazwischen und man vergisst so schnell so viele Dinge. Und deswegen werde ich jetzt dieses Video schon heute drehen und ihr kriegt es dann halt zu gegebener Zeit dann online gestellt. Ich freue mich, dass ich euch endlich dieses wundervolle Buch hier vorstellen kann. Und ja, was es mit Redwood Love auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ihr ja wisst, wurde ich vor einigen Wochen vom Rowohlt Verlag gefragt, ob ich nicht VIP-Blogger für die neue Rubrik vom Rowohlt Verlag KISS sein möchte. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wo ich die E-Mail damals bekommen habe und habe natürlich sofort ja gesagt, als ich gelesen habe, worum es denn bei KISS zukünftig geht. KISS ist wie gesagt eine neue Rubrik vom Rowohlt Verlag und in dieser Rubrik geht es ausschließlich um Liebesromane. Und ihr wisst, Liebesromane sind voll mein Ding. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese E-Mail und habe natürlich sofort zugesagt und habe dann ein wahnsinnig tolles Paket bekommen vom KISS Verlag. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ich habe mich so mega doll gefreut, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin hier wirklich im Dreieck gesprungen dann hinterher, wo ich fertig gefilmt hatte. Und ich liebe diese Tasse. Ich habe in diesem Paket diese Tasse gehabt. Das ist eine Emaille-Tasse. Und ja, hier ist auf der einen Seite KISS drauf und auf der anderen Seite seht ihr nochmal Redwood Love. Und ich liebe diese Tasse. Ich habe sie quasi nur noch in Beschlag. Also ich nehme diese Tasse quasi nur noch, denn ich finde sie einfach so wunderschön. Und ja, ich finde sie einfach, sie hat eine tolle Größe und wenn sie mir runterfällt, sie geht nicht kaputt. Ich bin so ein Dödel, ich lasse gerne mal was fallen oder schubse gerne mal was um. Und ja, ich liebe diese Tasse einfach und ja, habe mich dann, wie gesagt, mega gefreut darüber. Ich kann euch das Unpacking, was ich damals gemacht habe, zu dem Paket gerne nochmal hier oben verlinken. Da habe ich dann das wahnsinnig tolle Paket auch mit ausgepackt. Und ja, da könnt ihr nochmal genau sehen, was da alles drin war. Es waren auf jeden Fall richtig coole Sachen mit drin. Und unter anderem war natürlich dieses Schmuckstück hier drin, Redwood Love. Es beginnt mit einem Blick. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und in dieser Trilogie geht es um drei Brüder, die alle drei Tierärzte sind. Und wo ich das dann schon gelesen habe, es geht um Tierärzte. Ihr wisst, ich als Hundemutti, wo ist der eigentlich? Ich glaube, ach guck mal, der liegt gerade da hinten und schläft. Und ja, ich als Hundemutti habe natürlich sofort gedacht, oh, Tierärzte, wie toll ist das denn? Ich wollte schon immer meinen Roman mit Tierärzten lesen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt mal, worum es im ersten Teil von Redwood Love, es beginnt mit einem Blick, eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Avery und Avery hat eine desaströse Ehe hinter sich und Avery möchte einen Neubeginn wagen und diesen Neubeginn möchte sie in Redwood wagen. Redwood ist eine kleine Stadt und in dieser Stadt lebt ihre Mutter. Und ihre Mutter hat dort vor einigen Jahren eine kleine Pension geerbt mit so kleinen Hütten. Und ja, ihre Mutter liebt diese Stadt und Avery sollte sie immer dort besuchen kommen, was sie aufgrund ihrer Ehe immer nicht gemacht hat. Und Avery denkt sich, dass das jetzt die ideale Stadt für einen Neubeginn ist und zieht mit ihrer kleinen autistischen Tochter halt zu ihrer Mutter. Und Avery und Haley sind kaum in Redwood angekommen, da passiert schon etwas Schreckliches. Die beiden finden einen kleinen Hund und dieser kleine Hund ist wirklich schwer verletzt und Haley hat sofort eine ganz besondere Verbindung zu diesem Hund. Und für Haley ist es sehr, sehr schwierig, Verbindungen zu Menschen aufzubauen aufgrund ihrer Krankheit, aufgrund ihres Autismus. Und als Avery sieht, wie Haley sich um diesen Hund kümmert und wie sie sich halt sofort quasi in diesen Hund verliebt hat. Und in diesem Moment wird Avery klar, sie muss alles dafür tun, dass dieser Hund überlebt. Und so fährt sie mit Haley und ihrer Mutter sofort in die Tierklinik und hofft dort jemanden anzutreffen. Und sie hat Glück, denn Kate O'Grady, einer der drei Tierärzte, die in dieser Praxis arbeiten, ist noch dort und nimmt sich den Kleinen sofort an. Und Kate ist ihr gegenüber sehr, sehr kühl und reserviert und sehr unfreundlich und sie hat keine Ahnung warum und sie fragt sich halt auch, was sie ihm jetzt getan hat. Und das ist ja aber in dem Moment alles völlig egal, Hauptsache dieser kleine Hund wird gerettet. Und das ist auch quasi schon die erste Begegnung von Avery und Kate und diese Begegnung ist nicht ganz so einfach, denn wie gesagt, Kate benimmt sich ihr gegenüber sehr, sehr kühl und als die beiden sich dann wieder treffen, ist Kate ganz, ganz anders zu ihr und sie merkt, dass er ein wirklich sehr attraktiver Mann ist und dass zwischen den beiden natürlich auch wieder so eine gewisse Spannung existiert und Avery hat eigentlich im Moment überhaupt keine Nerven für eine neue Beziehung. Und sie ist froh, dass ihre desaströse Ehe hinter sich hat, dass sie damit abgeschlossen hat und hat eigentlich auch keine Lust mehr auf Männer und Beziehungen. Avery hätte aber nicht mit
Kate seiner Hartnäckigkeit gerechnet. Denn Kate möchte Avery unbedingt in seinem Leben haben und er tut wirklich alles dafür. Und ja, die Frage ist, wie lange kann Avery ihm noch widerstehen? Und ja, was mit den beiden dann alles passiert und was alles noch dahinter steckt und warum er so unfreundlich zu ihr war bei der ersten Begegnung und ob die beiden eine Chance haben, denn wie gesagt, sie hat ja auch noch Hayley mit ihrem Autismus, um die sie sich kümmern. Was für Schwierigkeiten die beiden nicht noch alles überwinden müssen, das ist es im Endeffekt, worum es im ersten Teil von Redwood Love geht. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand gut, was für Probleme da auch immer wieder aufgetreten sind zwischen den beiden, die sie überwinden mussten. Das waren so ganz normale Probleme, die ich auch nachvollziehen kann. Das waren jetzt nichts, was aus der Luft gegriffen wäre, wo ich sage, oh, das verstehe ich jetzt nicht. Es waren ganz normale, natürliche Probleme, die es auch bei uns in der Umgebung gibt, sage ich mal, die ich jetzt auch habe mit Freunden oder mit meinem Mann oder so. Also das sind ganz normale Schwierigkeiten, die man überwinden muss und das hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Buch. Ich mochte den Verlauf der Geschichte wirklich sehr. Ich fand auch gut, wie sich Avery entwickelt hat, wie sie es geschafft hat, mit ihrer Vergangenheit und ihrer wirklich furchtbaren Ehe abzuschließen. Und ich fand es gut, wie man gemerkt hat, wie sie Kate immer mehr ein Stück Platz in ihrem Leben eingeräumt hat. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hat die Autorin wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Und ja, also was die Handlung und den Verlauf der Geschichte betrifft, kann ich nur sagen, dass es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und dass ich die Entwicklung wirklich mochte. Und ach ja, ich fand es einfach schön. Es war einfach wirklich ganz, ganz toll. Was die Charaktere betrifft, fand ich Aerie als Protagonistin in diesem Buch super. Sie hat die Geschichte super getragen. Ich fand, sie war eine wirklich sehr, sehr taffe und starke Persönlichkeit. Und das hat man gemerkt. Man hat aber auch ihre Unsicherheiten gemerkt, die sie aus dieser Ehe mit rausgenommen hat. Und wo man dann so erfahren hat, was alles so dahinter steckt, konnte man das so gut verstehen. Ich konnte verstehen, warum sie so unsicher war. Ich konnte verstehen, warum sie keinen Mann mehr in ihrem Leben haben wollte. Bei dem, was sie alles durchgemacht hat, hätte ich da auch einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Und das war für mich alles so nachvollziehbar. Und Avery war für mich, was das betrifft, wirklich ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Und ich fand es einfach wirklich toll, wie sie sich entwickelt hat in diesem Buch. Ich fand toll, wie sie mit ihrer Tochter umgegangen ist. Ich fand es auch wirklich gut, dass die Autorin auch gezeigt hat, wie Hayley sich verändert hat in diesem Buch. Und man hat halt einfach gemerkt, dass die Autorin selber ein autistisches Kind in der Familie hat und dass sie weiß, wie man damit umgeht und wie man das am besten, sag ich mal, auch nach außen trägt, ne? Also Fremden gegenüber. Und ich finde, das hat die Autorin wirklich super dargestellt, das hat sie super gelöst und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Was Kate betrifft, fand ich ihn auch wirklich ganz, ganz toll, denn Kate ist eigentlich auch ein Mann, der keine Beziehung wollte und auch er verändert sich natürlich im Laufe der Geschichte. Und ich fand es auch toll zu sehen, wie er sich verändert hat. Ich fand es auch toll zu sehen, wie er mit Hayley umgegangen ist. Er hatte sofort einen Draht zu dem Mädchen und er ist einfach in dem Sinne mit diesem autistischen Kind einfach super umgegangen und das war einfach alles so toll zu lesen. Das war auch so toll zu lesen, wie die alle so zusammenwachsen und ich fand es einfach toll. Also wie gesagt, was Kate betrifft, er war ein wirklich toller Mann und ein toller Tierarzt in diesem Buch. Und was das betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Was die Nebencharaktere betrifft, fand ich sie auch wirklich ganz, ganz toll. Ich fand die Mutter von Avery toll. Ich fand die Mutter von den drei Tierärzten toll, also von Kate, Flynn und Drake. Ich fand die Bürgermeisterin toll. Also ich fand diese drei Drachen, wie die drei Kerle sie immer genannt haben, wirklich cool, die so den Blick auf die Stadt haben und den Tratsch über die Stadt verteilen. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr witzig gemacht. Und also was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Das hat mir auch wirklich alles super gut gefallen. Ich mochte das sehr. Ich fand dieses Feeling in diesem Buch, dieses Kleinstadt-Feeling, so jeder weiß über jeden Bescheid und jeder erzählt das jedem. Und ich fand das wirklich toll gemacht. Also das hat für mich so in diesem Buch so nochmal dieses gewisse etwas reingebracht. So ein ganz spezielles Feeling einfach. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Geschichten von Flynn und von Drake, denn man hat ja schon einen kleinen Einblick auf die beiden bekommen und man weiß, was so hinter ihnen steht und man weiß schon so, was sie für Schwierigkeiten haben, die sie überwinden müssen und das wird wirklich sehr, sehr interessant. Also ich freue mich auf Flynns Geschichte und ich freue mich auch sehr auf die Geschichte von Drake und ich bin so gespannt, das dann endlich zu lesen und ja, freue mich da schon sehr drauf und jetzt wechsle ich erstmal fix den Akku. Was das Setting betrifft, finde ich dieses Buch einfach ganz, ganz toll. Redwood liegt in Oregon, ist eine kleine Stadt umgeben von Wäldern und Bergen und ich habe mir das einfach alles so toll vorgestellt und so idyllisch vorgestellt. Und wenn man hier vorne die Fotos sich anguckt, die auf dem Cover drauf sind, dann kriegt man schon einen sehr, sehr guten Einblick, wie das dort aussieht. Und ich fand einfach das ganze Setting und das Feeling in diesem Buch, was das Setting betrifft, einfach wirklich toll. Ich würde da gerne hinfahren. Ich würde dort
gerne mal Urlaub machen und mir das Ganze gerne mal angucken. Und ja, also ich finde einfach vom Setting her was mega. Ich konnte mir das super gut vorstellen. Ich konnte mir auch die Holzhütten, in denen die leben, wirklich gut vorstellen. Ich konnte mir diese kleine Stadt, konnte ich mir wirklich gut vorstellen. Also es hat wirklich Spaß gemacht vom Setting her und auch von den Szenenbeschreibungen her, das Ganze zu lesen. Also es war wirklich toll, in diese Stadt einzutauchen, in diese Welt einzutauchen und auch diesen Menschen zu begegnen, die in dieser Kleinstadt leben. Und es hat mir einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht vom Setting her. Also ich freue mich da schon wirklich auf die nächsten beiden Teile, was das betrifft. Und ich freue mich, wieder nach Redwood zu kommen. Und es war einfach wirklich cool. Ich finde, die Autorin hat sich auch schöne Orte ausgesucht, wo sie ihre Geschichte hat spielen lassen. Und es hat einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Welt rund um Redwood kennenzulernen. Und wie gesagt, ich fand die Natur toll. Ich fand die Beschreibungen gut. Ich konnte mir das gut vorstellen. Und es hat einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu entdecken und zu lesen. Und wie gesagt, ich freue mich, was das betrifft, auf jeden Fall auf den zweiten und den dritten Teil. Was den Schreibstil von Kelly Moran anbelangt, kann ich nur sagen, dass der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier einen sehr einfachen, lockeren, leichten Schreibstil, passend zu einer Liebesgeschichte. Wir haben hier keine verzwickten Wörter und keine Schachtelsätze oder irgendwie sowas, sondern wir haben hier ein Buch, was wirklich einen sehr, sehr guten Fluss hat, wo man wirklich gut in die Geschichte eintauchen kann, wo man über nichts stolpert oder Sätze zweimal lesen muss, weil man irgendwas nicht verstanden hat. Ich finde den Schreibstil wirklich super. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Kelly Moran schreibt sehr romantisch und sehr gefühlvoll vor allen Dingen auch. Was mich so ein bisschen gestört hat, war immer, wenn die sich in die Augen geguckt haben. Die haben sich in die Augen geguckt und was die nicht alles in den Augen lesen konnten an Gefühlen. Also da habe ich wirklich gedacht, so meine Fresse, was ihr nicht alles lesen könnt in den Augen eures Gegenübers. Also ich meine, ich kann das verstehen, wenn man sagt, ich sah Schmerz in seinen Augen oder Hoffnung oder Trauer oder Liebe oder Wut. Ich weiß schon, was man damit meint und ich weiß, wie diese Gefühle aussehen, wenn ich meinem Gegenüber ins Gesicht gucke. Aber diese Beschreibung hier teilweise, ich erkannte unter all seinem Schmerz den Schimmer Hoffnung und das und dies und jenes. Und also das war mir teilweise wirklich ein bisschen zu viel. Also was die nicht alles erkannt haben, wenn die sich in die Augen geguckt haben. Also das war wirklich so für mich einfach so ein bisschen zu viel des Guten. Das ist wieder so mein persönlicher Geschmack. Also für mich war das schon ein bisschen zu viel. Ansonsten, was den Schreibstil betrifft, wie gesagt, wir haben hier einen sehr romantischen Schreibstil. Dieses Buch ist natürlich auch kitschig und überzogen und übertrieben natürlich auch. Und ich mag das ja aber, ne? Also es ist eine Geschichte, die tatsächlich so irgendwo passieren könnte. Also es ist jetzt nicht so extrem unrealistisch, aber ich finde, es ist schon dezent überzogen. Aber das dürfen Liebesgeschichten auch sein, denn wir möchten ja auch gerne abtauchen in eine andere Welt und wir möchten uns ja da auch quasi, sage ich mal, treiben lassen. Und dann darf das alles natürlich auch schon ein bisschen kitschig sein und überspitzt sein und nicht ganz so realistisch. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, ein wahnsinnig tolles Setting und ein wirklich toller Schreibstil. Ein Punkt hätte ich noch, was mir bei dem Buch vielleicht, was mich nicht direkt gestört hat, aber was ich irgendwie komisch fand. Das sind ja drei Tierärzte. Und diese drei Tierärzte haben alle Haustiere. Ja, jetzt kommt die Hundemutti in mir wieder zum Vorschein. Und das fand ich halt so ein bisschen unlogisch in diesem Buch. Diese drei Tierärzte haben ihre drei Hunde den ganzen Tag alleine zu Hause gelassen, sind dann abends irgendwann mal dahin, um sich um die zu kümmern. Und das war schon das Erste, wo ich mir gedacht habe, warum nehmen die nicht tagsüber einfach mit in die Praxis? Okay, es gab dann noch Praxistiere, einen Hund, eine Katze und einen Papagei, die halt in dieser Tierarztpraxis gelebt haben, weil die Besitzer sie nicht mehr wollten und die drei Kerle wollten die Tiere halt nicht einfach ins Tierheim geben und haben sie halt als Praxistiere behalten. Und diese Praxistiere, wie gesagt, leben halt in dieser Tierarztpraxis und die werden dann auch nicht mit nach Hause genommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wer kümmert sich denn dann am Wochenende um die Tiere? Da war nie die Rede davon. Also es war immer mal die Rede davon, dass sie abends mit den Tieren nochmal rausgegangen sind, bevor sie nach Hause gegangen sind. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wer kümmert sich denn am Wochenende um die Tiere? Wer füttert die? Wer geht mit den Gassi? Wer schmust mit denen? Wer spielt mit denen? Was ist mit diesen Tieren? Das hat mich so, streckenweise hat mich das wirklich ein bisschen genervt, dass ich nicht wusste, was mit diesen Tieren ist. Und das wurde am Ende auch nicht aufgelöst. Und für mich war das einfach so ein bisschen so eine Sache, wo ich mir dachte, das war unlogisch. Weil, warum nehmen sie die Tiere nicht einfach mit nach Hause? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Die haben selber Tiere daheim und die lassen sie den ganzen Tag alleine zu Hause, obwohl sie sie mit in die Praxis nehmen könnten. Und die lassen sie dort in der Praxis, obwohl sie die mit nach Hause nehmen könnten. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber wie gesagt, ich als Hundebesitzer bin da sowieso ein bisschen bekloppter als andere Menschen.
ich steigere mich dann auch sehr schnell in sowas rein. Aber das hat mich wirklich so ein bisschen gestört, sag ich mal, dass das für mich so ein bisschen diese Unlogik in die Geschichte gebracht hat, weil ich einfach nicht wusste, für mich, also ich hatte einfach nicht für mich genug Informationen zu diesen Tieren. Und das hat mich dann genervt, dass ich nicht wusste, wer sich um die kümmert, wo die sind am Wochenende, sind die wirklich den ganzen Tag da alleine oder was ist mit denen? Und ja, das war so meine Macke halt, ne? Also das war halt so für mich so, dass das so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, fand ich ein bisschen schade. Aber das ist halt so mein Ding wieder, weil, wie gesagt, ich als Hundemutti achte natürlich dann mehr auf sowas als andere vielleicht. Aber das war so eine Kleinigkeit, noch die mich so ein bisschen gestört hat. Ich finde, Redwood Love ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Man kann super abschalten bei dem Buch. Ich freue mich auf die weiteren beiden Teile, die jetzt hier noch kommen werden. Und ich freue mich auf die Geschichte von Flynn und ich freue mich auf die Geschichte von Drake. Ich bin gespannt, was da noch alles da dahinter steckt. Und ach ja, freue mich dann schon drauf, diese zu lesen. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch erstmal nicht zu sagen. So, ihr Lieben, und ich habe mir was überlegt, bevor ich jetzt dieses Video beende, habe ich mir gedacht, möchte ich gerne mit euch einen Blick reinwerfen in dieses Buch. Und es ist ja immer so, dass es immer Leseproben zu den Büchern gibt. Und ich bin ein Mensch, ich lese mir Leseproben wirklich durch, wenn mich ein Buch wirklich sehr interessiert, ich mir aber unsicher bin, ob das mir gefallen könnte, dann lese ich mir Leseproben durch, sonst eher weniger. Und ich habe mir gedacht, ich mache für euch mal quasi die Leseprobe und ich werde euch jetzt quasi das erste Kapitel oder die ersten 10 Seiten, ich weiß noch nicht wie viel, werde ich euch einfach einmal vorlesen, dass ihr so einen kleinen Einblick noch auf die Geschichte bekommt und darauf, was euch bei diesem Buch erwarten kann. Und ja, ich habe gedacht, wir versuchen das einfach mal. Ich möchte das vielleicht in Zukunft auch öfters machen bei den Büchern. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Dann bekommt ihr jetzt von mir gleich noch meinen literarischen Erguss, in dem ich euch aus diesem Buch ein bisschen vorlese. Und ansonsten schaltet einfach ab. Und die, die jetzt abschalten, bei denen bedanke ich mich schon mal wie immer fürs Gucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und alle anderen bleibt einfach dran. Bis gleich. Leseprobe zu Redwood Love von Kelly Moran. Kapitel 1. Avery Stowe kniff die Augen zusammen und lehnte sich fast auf das Lenkrad, um in der Dunkelheit durch die dicken weißen Flocken hindurchsehen zu können, die das ruhige Redwood einhüllten. Solche Schneestürme gab es in San Francisco einfach nicht. Anscheinend hatte ihre Mom recht gehabt, darauf zu bestehen, dass sie vor ihrem Umzug ihren Camry gegen einen SUV tauschte. Ihr Wagen hätte keinen einzigen Winter in Oregon überstanden. Und selbst ihre kapriziöse Mutter musste mitunter einmal recht haben, mit der Betonung auf mitunter. Avery war dankbar, sich nach 2 Tagen Reisezeit endlich dem Ziel zu nähern. Sie warf einen kurzen Blick auf ihre Tochter Haley, die im Kindersitz auf dem Rücksitz saß, seufzte erleichtert, weil sie immer noch schlief. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Straße. Seit sie die Stadtgrenze überquert hatten, waren bereits gute 10 Zentimeter Schnee gefallen. Das war Irrsinn. Hübsch, aber trotzdem Irrsinn. Und da Avery das warme, sonnige Kalifornien bisher nie verlassen hatte, war es auch ein Kulturschock. Aber mit dem neuen Jahr sollte ein Neubeginn einhergehen. Sowohl sie als auch Haley brauchten das. Selbst wenn diese neue Stadt sie an Silent Hill erinnerte. Sie ertappte sich dabei, dass sie nach unheimlichen Zombie-Monstern Ausschau hielt, konnte aber keinen entdecken. Anscheinend wurden die Gehwege hier nachts hochgeklappt, denn nur die altmodischen Straßenlaternen an der zweispurigen Kopfsteinpflasterstraße spendeten noch Licht. Avery hatte geglaubt, ihre Mutter hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank, genau genommen keine einzige mehr, als sie vor 10 Jahren hierher gezogen war, nachdem sie von einer Tante, von deren Existenz sie nicht einmal etwas gewusst hatte, mehrere Ferienhütten geerbt hatte. Ihre Mom allerdings war hier glücklich und ging davon aus, dass es auch Avery und Haley genauso gehen würde. Auf dem Papier wirkte es jedenfalls perfekt. Nicht Silent Hill, nicht Silent Hill, aber mal ernsthaft, wo waren die Menschen? Pittoresk gelegen zwischen der Küste und den Ausläufern der Klamath Mountains war Redwood sowohl ein Touristenmagnet als auch eine charmante Kleinstadt mit ungefähr 1500 Einwohnern. Und tatsächlich musste die Stadt einen einzigartigen Zauber besitzen, wenn es ihr gelang, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter so lange zu fesseln. An der Straße zogen sich Reihen von kleinen Läden entlang. Es war, als reiste man zurück in die Zeit, in der alles einfacher und schöner gewesen war, wenn es hier nur Menschen gäbe. 10 Minuten später ließ der Schneefall nach. Avery lenkte den Wagen inzwischen über eine Privatstraße, die von Zypressenkiefern und jenen Redwood-Bäumen gesäumt wurde, denen die Stadt ihren Namen verdankte. Der Anblick war absolut atemberaubend, aber sie würde ihn erst später wirklich genießen können, bei Tageslicht. Im Moment wirkte es in ihren Augen eher wie die Filmkulisse zu Freitag der 13. Vielleicht sollte sie aufhören, Horrorfilme zu schauen.
Sie fuhren an ein paar größeren Häusern vorbei, die noch weihnachtlich dekoriert waren. 5 Kilometer weiter bogen sie zu den Ferienhütten ab. Sie parkte vor der ersten Hütte und sah sich um. Denk nicht an Freitag der 13. Keine gruseligen Filme mehr. Nie wieder. Im gleichen Abstand zueinander standen hier 5 einstöckige Blockhütten. Schnee lag auf den Dächern. Die Hütten glichen sich aufs Haar. Jede besaß eine kleine Veranda und ein einfaches Satteldach. Aus den Fenstern der ersten Hütte strahlte warmes gelbes Licht. Rauch stieg aus den Schornsteinen auf. Und dort stand auch das Auto ihrer Mutter. Zum ersten Mal in gefühlt 10 Jahren atmete Avery tief durch und schloss die Augen. Keine Sirenen oder Hupen. Keine Gespräche und kein Stress. Kein Ex und keine Schwiegereltern, mit denen sie streiten musste. Nur Frieden. Bis Jason mit der weißen Hockeymaske auftaucht. Okay, das reicht jetzt. Ab jetzt würde sie wirklich nur noch Komödien schauen. Abel würde sicher eine Weile brauchen, um sich an die Stille zu gewöhnen. Aber für Haley lohnte sich der Umzug auf alle Fälle. Zu viele Reize führten bei ihr automatisch zu Wut- und Trotzanfällen. Das Stadtleben war nichts für sie. Vielleicht würde Haley in dieser Umgebung besser zurechtkommen. Und es war auch ein Vorteil, ihre Mutter in der Nähe zu haben. In ihrer Kindheit hatte Avery sich in ihrer 2-Personen-Kleinfamilie oft als Erwachsene gefühlt, weil ihre Mutter ständig durchs Lalaland tanzte. Doch an Liebe hatte es ihr nie gemangelt. Und im Moment brauchte Avery dringend Unterstützung. Es war lange her, dass sie sich das letzte Mal auf jemanden hatte stützen können. Avery warf einen Blick auf den Rücksitz, dann streckte sie den Arm aus, um leicht Haleys Knie zu berühren. »Hey, Liebling, wir sind da!« Sofort flatterten die dunklen Wimpern ihrer Tochter und hoben sich, um die blauen Augen zu enthüllen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte. Alles andere hatte sie von Avery. Dichtes braunes Haar und eine kurvige, schlanke Gestalt. Haley war erst 7, aber bereits jetzt das Ebenbild ihrer Mutter. Haley musterte ihre Umgebung in der scheinbar fahrigen Art, an die Avery sich gewöhnt hatte, seit sie die Autismusdiagnose ihrer Tochter bekommen hatte. Ihr Blick huschte über alles gleichzeitig, verweilte nirgends länger als den Bruchteil einer Sekunde. Ein Moment später quietschte sie und wedelte mit den Händen. »Gut gemacht, Mami«, übersetzte Avery in ihrem Kopf. Da Haley zu den Autisten gehörte, die nicht sprachen, zumindest bis jetzt, spielte Avery oft Dialoge in ihrem Kopf durch. Das half ihr, damit umzugehen. Sie lächelte, froh, dass Haley gefiel, was sie sah. »Grandma ist drin und wartet auf uns. Willst du dir unser neues Zuhause anschauen?« Zumindest würde dies ihr Zuhause sein, bis sie eine Wohnung oder ein kleines Haus mieten konnte, vielleicht nicht direkt neben Camp Crystal Lake. Haley quietschte erneut und machte sich ungeschickt, an ihrem Gurt zu schaffen, bis sie ihn endlich gelöst hatte. Eilig stieg Avery aus dem Auto und fing ihre Tochter an der hinteren Tür ab, bevor sie losrennen konnte. Da sie sich hier erst einmal alles ansehen wollte, ließ sie die Koffer im Auto und führte Haley die Verandastufe nach oben, wobei sie sorgfältig darauf achtete, ihre Tochter nicht öfter zu berühren als unbedingt nötig. Die Tür schwang auf, bevor sie klopfen konnte. Als sie ihre Mutter am Türrahmen entdeckte, schnürten Tränen Averys Kehle zu. Justine Barry mochte kapriziös und unberechenbar sein, aber sie war immer für ihre Tochter da gewesen. Nach allem, was Avery und Haley durchgemacht hatten, brauchte sie einfach ihre Mom. »Ich freue mich ja so, dass ihr da seid!« Sie beugte sich vor, bis ihr Kopf auf einer Höhe mit Haley schwebte. Offensichtlich erfüllt von dem Wunsch, ihre Enkelin zu umarmen. Andere nicht zu knuddeln, ging gegen die Natur ihrer Mutter. Aber Avery kannte Haleys Grenzen. Sie hatte Justine 1000-mal vorgewarnt, bevor sie losgefahren waren. Nur für den Fall, dass ihre Mutter es vergaß. Ihre Mutter und die Vergesslichkeit gehörten zusammen wie beste Freunde. Haley schob ihre Großmutter zur Seite und rannte in die Hütte. »Aus dem Weg, Oma, ich habe Besseres zu tun!« Avery zuckte mit den Achseln. Sie ist aufgeregt. Das ist gut. Schon im nächsten Augenblick schlossen sich die Arme ihrer Mutter um sie und drückten sie, bis sie nicht mehr atmen konnte. Der vertraute Duft von Patchouli stieg ihr in die Nase. Sie drängte die Tränen zurück, die ihr in die Augen stiegen, und lächelte. »Hi, Mom. Wenigstens darf ich dich noch umarmen.« Mom trat zurück und strich sich über ihr wildes, schulterlanges, braunes Haar. Sie bevorzugte einen natürlichen Lebensstil, also hatten ihre Haare wahrscheinlich seit Jahrzehnten keine Pflegespülung oder Ähnliches mehr gesehen. Die feinen Falten um ihren Mund und ihre Augen waren tiefer als noch vor einem Jahr, als sie Avery zum letzten Mal in San Francisco besucht hatte. Doch das machte ihre Mutter nur charmanter. Sie war eine Frau, die oft lachte und intensiv liebte. 4 Ex-Ehemänner waren der beste Beweis dafür. Wie waren die Straßen? Avery schloss die Tür hinter sich, ein bisschen rutschig, aber nicht allzu schlimm. »Wow, Mom, diese Hütte ist toll!« Sie sah absolut nicht aus wie in einem schlechten Horrorfilm. Das gesamte Häuschen schien nur aus Holz und Stein und Glas zu bestehen. Rustikal, sauber und hübsch. In einer Ecke sorgte ein geziegelter Kamin für Wärme. Sofas mit kariertem Bezug und Kiefernholztische standen auf dem Massivholzboden.
Das Wohnzimmer war geräumig und durch einen Tresen von der Küche getrennt. Am hinteren Ende des Raumes öffneten sich große Panoramafenster und gaben den Blick frei auf einen im Mondlicht glänzenden kleinen Bach. Haley verschwand in einem kleinen Flur und quietschte. Avery wollte ihr folgen, doch ihre Mom stoppte sie, indem sie eine Hand auf den Arm legte. In diese Richtung gibt es keinen Ausgang und nichts, wo sie reinkriechen könnte. Ich vermiete diese Hütten, also sind sie relativ einfach eingerichtet. Aber ich habe Vorräte für dich eingekauft. Sie lächelte und umarmte Avery noch einmal. Ich bin so froh, dass du da bist. 10 Jahre und erst jetzt schaust du dir meine Stadt an. Avery verdrängte die Schuldgefühle und nickte. Sie konnte die Vergangenheit nicht ändern. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du hättest eine Menge Arbeit in die Anlage gesteckt. Es ist wirklich schön. Mom seufzte. Gute Handwerker und das geerbte Geld haben dafür gesorgt. Die Hütten sind fast das ganze Jahr über gut vermietet. Ich lebe über meinem Laden in der Stadt. Aber wenn es okay für dich ist, würde ich heute hier übernachten. Außer den Hütten besaß ihre Mutter einen Secondhand-Laden, den sie Surfy getauft hatte. Soweit Avery wusste, kümmerte sich jemand anderes um die finanzielle Seite der Geschäfte. Buchhaltung war nicht gerade die große Stärke ihrer Mutter. Sie hatte eine Menge Ideen und idealistische Träume. Zahlen und Details delegierte sie klugerweise an jemand anderen. Ich fände es wunderbar, wenn du über Nacht bleibst. Es ist sowieso schon recht spät. Wo sie gerade davon sprach, Haley war seit einigen Minuten verdächtig still. Getrieben von Sorge und Argwohn ging Avery den Flur entlang, um ihre Tochter schlafend auf einem der beiden Betten vorzufinden, wo sie sich noch mit Mütze und Mantel bekleidet zusammengerollt hatte. Ihr Herz verkrampfte sich in tief empfundener Liebe. Vorsichtig öffnete sie Haleys Mantel, ohne ihn ihr auszuziehen, weil sie ihre Tochter nicht wecken wollte. Sie zog ihr die Mütze vom Kopf und fuhr ihr sanft durch das dunkle Haar. Avery durfte Haley nur wirklich berühren, wenn sie schlief, weil jeder Körperkontakt Haley aufregte, manchmal so sehr, dass sie anfing zu schreien. Doch es gab diese ruhigen Momente am Abend, wo sie ihre Tochter in Ruhe betrachten und ihre perfekten kleinen Wangen streicheln durfte. Erschöpft wie Avery war, streifte ihr Blick die einfachen Holzmöbel und das Erkerfenster nur, als sie zurück in die Küche ging, wo ihre Mutter in einen Topf rührte. Vollkommen überrascht blieb sie in der Tür stehen. Mom drehte sich grinsend um. »Ich habe Kakao gemacht. Setz dich einfach ins Wohnzimmer. Entspann dich. Du wirkst ziemlich erschöpft. Ich werde dir eine Tasse bringen.« »Ist er trinkbar?« Mom schüttelte den Kopf, dann sagte sie, »Ich glaube schon.« »Erinnerst du dich an...« »Einmal. Nur ein einziges Mal habe ich ein Feuer verursacht, Avery.« Zu erschöpft, um zu widersprechen, grinste sie, ließ sich in einen Sessel sinken und schloss die Augen. Erstaunlich, wie gemütlich dieser Sessel war. Das knisternde Feuer und der Geruch von Kakao beruhigten sie und erlaubten ihr, sich ein wenig zu entspannen. Dann schlief sie ein. Als Avery erwachte, zitterte sie und die Tasse Kakao auf dem Beistelltisch neben ihr war kalt. Seltsame Stücke schwammen darin herum. Blinzelnd richtete sie sich auf. Ihre Mutter schlief auf dem Sofa neben ihr. Wow, wie lange hatte sie gedöst? Sie nahm sich einen Moment, um sich zu strecken, bevor sie nach Haley sehen würde. Schließlich stand sie auf und schaute zur Küche hinüber, um sicherzustellen, dass ihre Mutter den Herd ausgeschaltet hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie abgelenkt wurde und es vergaß. Ein Blick beruhigte sie. Danach versuchte Avery, die Quelle des kühlen Luftzugs zu finden, der durch den Raum glitt. Sie erstarrte, als sie bemerkte, dass die Hintertür offen stand. »Nein, Gott, nein!« »Mom!« schrie Avery, die bereits im Flur stand. Panik brachte ihr Herz zum Rasen. Haleys Bett war leer. »Nein, nein, 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 nein!« Sie eilte zurück ins Wohnzimmer, rannte gegen ihre Mutter und drängte sich an ihr vorbei. »Was ist?« Avery schob eilig ihre Füße in die Stiefel und griff nach ihrem Mantel. »Haley ist weg. Wir sind eingeschlafen. Ich habe die Tür nicht verriegelt.« Ein Fehler, der ihr nicht hätte unterlaufen dürfen. Haley machte so etwas ständig. Sie lief nicht wirklich weg. Sie lebte einfach in ihrer eigenen Welt und hatte kein Gefühl für Gefahren. Oh Gott, ihre Tochter war da draußen in der Kälte, mitten im Nirgendwo und das nachts. Hier gab es Pumas, ganz zu schweigen von... »Ruf die Polizei!« Sie eilte zur Hintertür und einmal ums Haus, doch Haley war weder auf der Veranda noch im Auto. Angst schnürte ihr die Kehle zu, als sie an der Hintertür erneut mit ihrer Mutter zusammenstieß. »Das sind Fußspuren!« Mom band sich einen Schal um den Hals. »Sie ist direkt in den Wald gelaufen!« Avery senkte den Blick. Eine Spur von kleinen Fußabdrücken führte von der Hütte weg, zwischen die dicht stehenden Bäume. Sie rannte los, um den Spuren zu folgen. Kälte brannte in ihren Lungen und als sie das Kiefernwäldchen erreicht hatte, waren ihre Finger taub. Haley war so klein, sie würde bei diesen Temperaturen nicht lange durchhalten. Es musste mindestens 10 Grad unter Null sein und Haley konnte nicht sprechen. Wenn sie Hilfe brauchte, könnte sie nicht darum bitten. Avery hatte vor dem Umzug recherchiert. Sie wusste über die Pflanzen und Tiere Bescheid, die es hier gab. Sie wusste, dass ihre Tochter der Gefahr eines Raubtierangriffes ausgesetzt war und auch, um welche Tiere es sich dabei handeln konnte. Schwarzbären, Pumas und Luchse standen ganz oben auf dieser Liste. Haley hatte keine Ahnung, wie sie sich verteidigen sollte. Tränen verschleierten ihren Blick.
Sie beschleunigte ihre Schritte, rannte, sodass der Schnee hinter ihr aufstob. »Bitte mach, dass alles gut ist. Bitte!« Plötzlich führte die Fußspur nach rechts. Avery folgte ihr, dann stockte ihr der Atem. Hayley saß auf einem Baumstumpf mit dem Rücken zu ihr. Sie trug immer noch ihren pinkfarbenen Mantel, aber keine Mütze. Ihre Erleichterung war unbeschreiblich. »Hayley!« Avery eilte auf ihre Tochter zu und ging vor ihr in die Hocke. »Wir haben doch darüber gesprochen, Liebling. Du darfst nicht einfach weglaufen.« Da war Blut. Eine Menge Blut. Vor Hayleys Füßen, vorn auf ihrem Mantel. »Wo bist du verletzt? Wo bist du verletzt, Liebling?« Sie ließ ihre zitternden Finger über Hayleys Kopf gleiten, an ihrem Hals hinunter bis zu ihrer Brust, um dann innezuhalten. Ein pelziger, warmer Kopf schob sich aus Hayleys halb geöffneten Mantel. Ein Schrei stieg in Averys Kehle auf. Dann wurde ihr klar, dass es ein Hund war. Nein, ein Welpe. Ein kleiner, beiger Pelzball. Hayley wiegte ihn, streichelte seinen Kopf. Ihr Blick ging unruhig hin und her. Avery, die wusste, dass die Bewegungen ein Ausdruck von Nervosität und Angst waren, zwang sich, ruhig zu sprechen. Hayley würde niemals einem Lebewesen wehtun, also musste sie das Tier hier draußen gefunden haben. »Du hast einen kleinen Hund gefunden. Es ist okay, Hayley. Ist er verletzt? Kommt daher das Blut? Darf Mami mal sehen?« Sanft befreite sie das zitternde Pelzbündel aus der Umarmung ihrer Tochter. Das arme Ding jaulte. Vor Schreck über dieses Geräusch in der stillen Nacht fiel sie nach hinten auf den Po. Der Kleine konnte kaum älter sein als 6 Wochen und er wog höchstens 3,5 Kilo. Traurige, verängstigte, braune Augen sahen sie an und Avery schmolz dahin. »Na sowas aber auch. Du bist ja anbetungswürdig.« »Avery, sein Bein!« Mom, die inzwischen angekommen war, deutete mit dem Kinn auf den Hund und rammte ihre Hände in die Manteltaschen. Averys Blick glitt im Mondlicht über das Tier, um sich anzusehen, wovon ihre Mutter sprach. Die untere Hälfte des Hinterbeins war abgetrennt. Blut verklebte das Fell. Ihr Magen zog sich zusammen. Was konnte nur passiert sein? Übelkeit stieg in ihr auf. »Du armes Ding!« Hayley begann sich heftiger zu wiegen. Avery hob die Hand und umfasste den Arm ihrer Tochter. »Es wird alles gut, Liebling.« Ratlos sah sie ihre Mom an. Sie hatte noch nie ein Haustier gehabt. Es war eiskalt hier draußen und niemand wusste, wie lang dieser kleine Kerl schon im Wald war oder wie viel Blut er verloren hatte. Der rote Fleck im Schnee schien groß wie ein kleines Wesen. Der Hund trug weder Hundemarke noch Halsband. Er tat kaum mehr, als zu wimmern und zu zittern, und sie musste auch Hayley wieder ins Warme bringen. Ihre Mom wickelte sich den Schal vom Hals und gab ihn ihr. »Ich werde die O'Gradys anrufen. Ihnen gehört die Tierklinik in der Stadt. Geh schon. Ich bring Hayley zurück in die Hütte.« Hayley sprang auf und klammerte sich an Averys Jacke. Sie wimmerte kläglich, während ihr Blick durch die Gegend huschte. »Sie will mitkommen.« Avery sah ihre Mom an. »Würdest du bitte ihren Mantel zumachen und dann ruf den Tierarzt an. Wir müssen los. Der kleine Kerl braucht Hilfe.« Das war der kleine Einblick zu Redwood Love. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wenn euch das Buch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, ich fand die Geschichte wirklich ganz, ganz toll. Es ist eine wirklich tolle, süße Liebesgeschichte mit einem wahnsinnig tollen Setting. Und ich freue mich so auf den zweiten und den dritten Teil. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick auf dieses Buch verschaffen. Wenn euch das gefallen hat mit dem Leseproben, Vorlesen quasi, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Dann kann ich das ja in Zukunft vielleicht mal öfters machen. Und ja. Ansonsten bedanke ich mich für euch an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.